Keller Südwestpresse. Zum einen, Herr Lutz, womit wollen Sie sich denn in den nächsten Wochen schwerpunktmäßig beschäftigen? Was hat für Sie Vorrang? Und zum Zweiten, welches Verhältnis haben Sie zu Stuttgart 21? Läuft das alles im Plan oder wie ist der Stand der Dinge? Dann zum Thema Fernbusse, und wie ist es sehr ruhig geworden? Haben die Ihnen im letzten Jahr nicht mehr wehgetan? Ist das alles vorbei oder wie schätzen Sie die weitere Entwicklung ein, nachdem es ja dann unsere Konsolidierung gegeben hat? Und bei den Fahrpreisen probieren Sie ja aus im ICE die Differenzierungen im Tages- und Wochenverlauf, alles nur bescheidene bisher. Wie hat sich das bisher angelaufen und wie wollen Sie da weitermachen? Eine Reihe von Fragen, die ich im Zweifel dann auch gerne an die Kollegen weitergebe, weil die mit Sicherheit qualifizierter zur Auskunft geben können. Womit beschäftige ich mich in den nächsten 100 Tagen? Ich glaube, am Wochenende werde ich mal versuchen, ein bisschen auszuschlafen, weil die letzten Tage und auch Wochen durchaus anstrengend waren und in der gestrigen Aufsichtsratssitzung dann ein zumindest mal vorläufiges Ende gefunden haben. Ansonsten schlafe ich eigentlich relativ ruhig, weil die Dinge und die Zahlen des Jahres 2016 zeigen das ja, die Dinge, die wir in der Vergangenheit aufgesetzt haben und wo der Kunde im Mittelpunkt steht. Und das ist übrigens auch genau richtig so, dass wir diese Dinge mit Leidenschaft, Energie, Fokus und Konsequenz weiter umsetzen und wir diesen Schwung, den wir aus 2016 mitgenommen haben, in das Jahr 2017 hineintragen und einfach noch mehr Energie, noch mehr Aufmerksamkeit auf die Dinge, die gut laufen und noch besser werden können, auf die Dinge, die nicht so gut laufen und bereinigt werden müssen, dass wir die Aufmerksamkeit darauf lenken. Das wird meine Aufgabe, meine Herausforderung sein. Ich bin Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe drei fantastische Kollegen. Ich habe 3.500 Führungskräfte, mit denen wir gestern Abend eine kleine Webkonferenz hatten. Und ich habe über 300.000 Mitarbeiter hinter mir. Und wenn die alle in die gleiche Richtung laufen, für den Kunden im Interesse des Unternehmens, wird das eine Riesenbewegung. Da seien Sie mal sicher. Zu Stuttgart 21. Ich habe den Nachteil, schon lange dabei zu sein. Insofern habe ich alle Entscheidungen, die Sie da vielleicht im Kopf haben, mit begleitet, mitgetragen und aus Überzeugung übrigens mitgetragen. Insofern dürfen Sie auch davon ausgehen, dass mein Blick und auch meine Sympathie übrigens zu dem Projekt Stuttgart 21 ungebrochen ist. Wir beide können ja gerne eine Wette machen, wenn die Bilanzpressekonferenz 2022 oder 2023 ist, dann wird uns, da bin ich zutiefst überzeugt, spätestens da etwas Ähnliches entgegengebracht werden, wie mit vielen anderen Großprojekten, die vielleicht während der Bauphase kritisch waren, gucken sich Elbphilharmonie an. Ja, wir haben etwas teurer gebaut als ursprünglich mal vereinbart. Der aktuelle Kostenrahmen steht, wir haben es gestern im Aussichtsrat diskutiert und wir sind da finster entschlossen, dieses Projekt zu Ende zu führen und zwar zu einem guten und erfolgreichen Ende. Übrigens auch wieder im Interesse unserer Kunden und auch im Interesse der Landeshauptstadt Stuttgart, des Landes dort und der Region. Nachfolgend noch zu den Fernbus. Ja, vielleicht sage ich was zum Fernbus. Der Fernbus bleibt ein ernstzunehmender Wettbewerber. Der Fernbusmarkt hat sich, wie Sie das treffend gesagt haben, deutlich konsolidiert, nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, aus diesem Markt mit der BLW auszutreten und ja gleichzeitig die Post aus dem Markt ausgetreten ist. Die Verkehrsleistung im Fernbus in Deutschland deutlich zurückgegangen um über 25%, weil auch der Fernbus die Aufgabe hat, Auslastung zu steigern. Und insofern ist der Wettbewerb, der dort herrscht, im Moment gedämpfter, als er das noch in dem vorvergangenen Jahr gewesen ist. Wir nehmen ihn weiter ernst, aber wir haben kräftig aufgeholt. In manchen Dingen sind wir im Fernbus jetzt vielleicht auch wieder eine Nasenspitze voraus. Das zeigt übrigens nicht nur die Anzahl der Kunden, die wir gewonnen haben, sondern das zeigt auch, dass sich unsere Yields langsam wieder erholen und dass die Maßnahmen, von denen Sie gesprochen haben, das ist ja nur eine Maßnahme unter vielen, die wir auf der Preisseite ergriffen haben, Verlängerung der Vorverkaufsfrist auf 180 Tage und, ich könnte sie alle aufzählen, dass die, wenn ich mir die ersten 2,5 Monate anschaue, wohl greifen. Wir müssen jetzt mal uns genau anschauen, wie viel davon auf welche Maßnahme tatsächlich entfällt, um dann
die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen, um die dann entsprechend zu verstärken. Insofern ist da noch überhaupt keine Entscheidung getroffen, wie wir mit der weiteren Spreizung von Yields umgehen. Aber im Moment bin ich ausgesprochen zuversichtlich, dass wir im Wettbewerb auch mit dem Fernbus dauerhaft gut bestehen. Ja, ich würde vielleicht noch gerne etwas zu Stuttgart 21 sagen. Ich habe eine Reihe von Veränderungen vorgenommen, die, glaube ich, jetzt notwendig waren im Bereich der weiteren Umsetzung. Es gibt ja den vorhandenen Lenkungskreis, in dem die Projektpartner vertreten sind. Dort habe ich den Vorsitz selber übernommen und ich habe intern einen eigenen Lenkungskreis eingerichtet mit dem Ziel, den jetzt ja immer näher kommenden Zeitpunkt der Inbetriebnahme in den Prozessen so abzustimmen und zu beschleunigen, dass wir hier eine Optimierung haben. Hier sind ganz unterschiedliche Vertreter aus dem Unternehmen dann entsandt. Auch diesem Lenkungskreis stehe ich ausdrücklich selber vor, weil ich der festen Überzeugung bin, dieses Projekt muss eben auch straff geführt werden. Und deshalb habe ich eine Reihe von Veränderungen vorgenommen.